Maria war das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt. Ich freue mich so. Und aufgeregt war sie auch. Schon bald würde sie ein großes Fest im Dorf feiern. Maria sollte Josef aus dem Nachbarort heiraten. Und heute Abend kam seine ganze Familie zum ersten Mal zum Essen zu ihr nach Hause. Da sollte alles blitzblank sein. Ich freue mich auf heute Abend. Doch auf einmal hielt Maria inne. Was war das für ein Geräusch? Wer ist da? Tatsächlich, da war jemand. Maria glaubte ihren Augen nicht. Auf einmal standen da vier Engel im Raum. Hab keine Angst, Gott schickt mich. Du wirst ein Kind bekommen. Das kann nicht sein. Hab keine Angst, Gott wird der Vater sein. Ihr sollt das Kind Jesus nennen. Und so schnell, wie die Engel gekommen waren, waren sie auch schon wieder verschwunden. Maria konnte es noch gar nicht richtig glauben, was ihr da passiert war. Das geht in die Hose. Josef war ein Zimmermann. Er arbeitete jeden Tag hart, um die Wünsche seiner Kunden zu erfüllen. Doch heute konnte er sich irgendwie nicht richtig konzentrieren. Er war so aufgeregt, weil er heute Abend zum ersten Mal mit seiner ganzen Familie bei Maria zum Essen eingeladen war. Doch plötzlich hörte er ein Geräusch. Was war das? Einmal standen dort drei Engel vor ihm. Hab keine Angst, Gott schickt mich. Josef ging vor Schreck einen Schritt zurück. Er musste sich erstmal festhalten. Maria wird ein Kind bekommen. Das kann nicht sein. Hab keine Angst. Gott wird der Vater sein. Ihr sollt das Kind Jesus nennen. Und schon waren die Engel auch wieder verschwunden. Oh nein, ich muss zu Maria. Und Josef lief los. Damals war Augustus Kaiser und Augustus hatte einen Plan. Er wollte wissen, wie viele Menschen in seinem Land lebten, damit er auch ja viel Steuern zusammentreiben konnte. Er schickte seine Boten überall in sein Reich, damit alle erfahren sollten, was er vorhatte. Die Boten machten sich auf, auch in den entlegensten Winkel der Erde. Und so führte ein Boten auch seinen Weg zu Maria und Josef. Guck mal, wer da ist. Hört, was der Kaiser zu sagen hat. Jedermann hat sich auf der Stelle auf den Weg in seinen Geburtsort zu machen. So spricht der Kaiser. Das schaffen wir nicht. Ich krieg das Spiel. Ach komm, das schaffst du schon. Und so machten sich Josef gemeinsam mit seiner hochschwangeren Frau Maria auf den Weg nach Bethlehem. Es war ein wunderschöner Tag und Königin Melchora tat das, was sie am liebsten tat. Sie beobachtete die Sterne. Kein Sternbild, das Königin Melchora nicht schon kannte. Doch heute war etwas anders als sonst. Was ist das? Balthasar, Kaspar, komm schnell her! Was ist los? Seht da am Himmel! Kaspar, Melchora und Balthasar konnten es nicht glauben. So was hab ich ja noch nie gesehen. Was hast du noch nie gesehen? Noch nie hatten sie einen so hellen Stern gesehen. Das musste etwas zu bedeuten haben. Ich habe da mal was gelesen. Ein heller Stern wird leuchten und die Geburt eines neuen Königs ankündigen. Der neue König wird Gottes Sohn sein. Er wird die Welt für immer verändern. Kommt, lasst uns dem Stern folgen. Und so machten sich die drei weisen Könige auf den Weg, um den Stern zu folgen. Sie wollten den neuen König mit eigenen Augen sehen. Sie suchten wertvolle Geschenke für ihn aus und teilten sie untereinander auf.
kommt hier entlang. Sie waren viele Tage und Nächte unterwegs, bis sie endlich auf Schienen stießen. Kommt, lass uns den Schienen folgen. Vielleicht können wir ein Stück mit der Bahn fahren. Als die drei den Zug erblickten, konnten sie ihr Glück kaum fassen. Endlich konnten sie sich ein wenig ausruhen und dem Stern ein wenig mit dem Zug folgen. Glücklich stiegen sie ein und los ging's. Drei Tage und drei Nächte fuhren sie mit dem Zug. Merkten sie, dass der Stern sich in eine andere Richtung fortbewegte. Schnell stiegen sie aus und folgten dem Stern zu Fuß weiter. Ich kann nicht mehr. Ach komm schon, wir schaffen das. Das ist vor der Seeschule ein Wirtshaus. Nein, hier ist alles voll. Geht weg. Ich kann nicht mehr. Ach komm, wir schaffen es. Ich sehe da schon ein Wirtshaus. Hallo, was wollen Sie? Hallo, ich... Ich kriege bald eine Miege. Können wir hier rein? Nein, gehen Sie weg! Ich habe keine Zimmer mehr. Alles besetzt. Ich kann nicht mehr, aber... Ach komm, das schaffen wir schon doch. Hallo! Haben Sie noch ein Zimmer für uns? Meine Zimmer sind leider alle belegt, aber ihr könnt reinkommen und hinten im Stall schlafen. Es war ein schöner, kalter, winterlicher Tag. Die himmlischen Heerscharen genossen es, ausgelassen umherzufliegen. Doch schon bald hatte das ausgelassene Fliegen ein Ende. Gott hatte einen Auftrag für sie. Gott schickt uns zur Erde. Wir sollen den Menschen eine frohe Nachricht überbringen. Und sogleich machten sich die Engel auf den Weg zur Erde. Zur gleichen Zeit rieben sich auf der Erde, auf den Feldern vor Bethlehem, einige Hirten vor Kälte die Hände. Ich habe es geschafft. Alle Schafe sind sicher untergebracht. Es ist ganz schön kalt heute in der Nacht. Lass uns versuchen zu schlafen. Ich halte dann die Wache. Und so schliefen die Hirten trotz Kälte nach und nach ein. Selbst der Hirtenjunge, der Wache halten sollte, konnte seine Augen nicht lange aufhalten. Doch auf einmal hörte er ein Geräusch. Was war denn das? Hey, komm, mach auf. Ich möchte sehen.
Fürchtet euch nicht, Gottes Sohn wird heute Nacht geboren. Ein neuer König für die Welt. Geht nach Bethlehem und seht euch das Wunder an. So schnell die Engel erschienen waren, so schnell waren sie auch wieder verschwunden. Kommt, wir packen unsere Sachen und gehen. Ich freue mich, Gottes Sohn zu sehen. Kommt, lasst uns gehen. In Bethlehem war unterdessen Unglaubliches geschehen. Marias Baby war auf die Welt gekommen. Maria und Josef waren überglücklich. Doch auf einmal waren sie nicht mehr allein. Hirten, Wirte, Boten, Wachen, Könige und Engel waren auf einmal da. Und Maria wurde ganz warm ums Herz. Es war wirklich wahr. Sie hatte Gottes Sohn auf die Welt gebracht.